In der Buchbranche sollte man auf jeden Fall arbeiten, weil die besten Menschen in der Buchbranche arbeiten. Also ich glaube, natürlich gibt es ganz viele verschiedene Leserinnen und Leser, aber irgendwie verbindet das so. Also ich habe die nettesten Menschen in der Branche kennengelernt und ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht so selbstverständlich. Ich bin da tatsächlich per Zufall reingeraten. Letztendlich wollte ich Lehrerin werden. Also das war das Ziel irgendwann mal. Und gut, das ist dann nicht geworden. Und ich bin sehr froh. Ich glaube, alle hätten gelitten, ich auch. Und ja, dann bin ich halt in diese Branche reingeraten. Und ich finde sie einfach immer wieder toll. Das ist das, was ich meinte. Ich bereue das wirklich überhaupt nicht, das jetzt zu machen oder gemacht zu haben, irgendwann diesen Schritt zu gehen. Ich finde das inspirierend jeden Tag. Ich finde das herausfordernd. Also die Branche hat sich ja... Ich mache das jetzt 35 Jahre lang, die hat sich einfach geändert und ich finde es toll, wie sie sich geändert hat und dass ich diesen Schritt auch mitgehen kann. Und es ist eine Herausforderung und die nehme ich gerne an. Ich finde das sehr, sehr eine tolle Branche. Besonders überrascht am Arbeiten in der Branche hat mich eigentlich, dass es so ein super vielfältiger Beruf ist und so ein super vielfältiges Feld. Man kommt jeden Tag mit anderen Menschen in Kontakt, mit anderen Themen in Berührung. Und man erfährt einfach von so, so vielen Dingen und kann sich gegenseitig so viel geben. Und es ist eben nicht so, dass man den ganzen Tag nur verstoppte Bücher von A nach B räumt, sondern man lernt einfach super viel kennen. Unsere Buchhandlung ist besonders, weil wir Belletristik und Fachinformation verkaufen. Mit dem Schwerpunkt auf juristische Literatur für Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Also überrascht eher, weil ich damit so in erster Linie nicht gerechnet habe, aber es war halt... die Vorschauen durchschauen. Die Vorschauen sind ja quasi, geben an, was so im nächsten halben Jahr Heißes rauskommt. Und unsere Aufgabe ist natürlich, da irgendwie versuchen vorauszusehen, was dann gut ankommt, wofür wir uns auch sehr begeistern und auch dementsprechend da einzukaufen. Also das wäre ein Aufgabenfeld, mit dem ich so wenig gerechnet hätte, aber der auch wahnsinnigen Spaß macht. Die Buchbranche ist das Richtige für Leute, die sehr gerne lesen, ne? Und sich halt viel mit Büchern beschäftigen wollen und denen das auch nicht langweilig wird. Und halt, ich würde auch sagen, für Leute, die einen guten Menschenverstand haben, gut mit Menschen kommunizieren gehen, umgehen können, einfach weil es eben auf alles auf einer sehr menschlichen und Herzebene stattfindet, finde ich. Die Ausbildung zum Buchhändler oder zur Buchhändlerin ist besonders geeignet für Menschen, die Spaß haben, mit anderen Menschen umzugehen, die bereit sind, sich jeden Tag auf was Neues einzustellen, die damit leben können, dass sich auch das Arbeitsumfeld immer wieder vollkommen verändert, gerade jetzt, wo die Digitalisierung zunimmt. Natürlich auch in Zeiten von Corona wurde das sehr befeuert, neue Werbungsmöglichkeiten, neue Möglichkeiten des Marketing, neue Möglichkeiten mit den Kunden zu kommunizieren. Man muss flexibel sein und Spaß an Menschen und mit Menschen haben. Dann ist man im Buchhandel richtig. Wenn man da noch gerne liest und Spaß daran hat, die Liebe zur Literatur weiterzugeben, ist das ein Traumberuf. Menschen lesen auf jeden Fall noch. Also wir erleben das gerade auch eher, dass gerade immer mehr jüngere Leute auch wieder, auch durch die sozialen Medien irgendwie wieder darauf angesprochen werden. Und ob es jetzt das Medium als Buch ist oder auch als E-Book oder irgendwelche anderen Geschichten. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Plattenspieler. So Sachen, wo man immer gedacht hat, das geht irgendwann weg und mittlerweile wird es irgendwie wieder cool. Und ja, genau. Ich glaube einfach, dass Bücher nie ganz verschwinden.